Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 58, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde, Rechtssicherheit für die Kommunen schaffen bei der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen, Drucksache 19/6097 aus 19. Erster Redner ist Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Den Berichten der Zeitungen konnten wir entnehmen in den letzten Tagen, dass die Allianz für den Freien Sonntag kritisiert, vor allen Dingen die Ordnungsämter, dass die bei der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen die Rechtsaufsicht bzw. dass man wegschauen würde und dass sie ihre Verpflichtung nicht nachkommen wollen. Meine Damen und Herren, uns ist kein Fall bekannt, wo die Rechtsaufsicht an der Stelle versagt hätte. Alles andere würde einen auch schon sehr verwundern, wenn man mal selber bei einem verkaufsoffenen Sonntag Verantwortung getragen hat. Die Ordnungsämter sind nicht nur im Vorfeld permanent mit eingebunden, was die Durchführung anbelangt, sondern sie sind auch dann tatkräftig dabei, wenn es darum geht, das Marktgeschehen zu kontrollieren, ja, und dann vor allen Dingen diejenigen, die eine Schankgenehmigung brauchen, auch abzukassieren, meine Damen und Herren. Also, ich glaube, dass der Vorwurf der Allianz für den Freien Sonntag politisch motiviert ist, das müssen wir jetzt auch hören aus den Reihen der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Meine Damen und Herren, das deckt sich leider nicht mit Vertretern, z. B. der katholischen Vertretern, der katholischen Laien, die auch in der Allianz für den Freien Sonntag drin sind. Die sagen nämlich von sich aus, sie würden ganz gerne Planungssicherheit für die Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen. Sie waren bei der Veranstaltung des Landtagspräsidenten leider nicht anwesend, Herr Schaus, sonst hätten Sie Vertreter auch gerne direkt mit denen diskutieren können. Meine Damen und Herren, wegschauen tut dort niemand. Das, was es ist eine unklare Rechtsgrundlage. Und die Freien Demokraten haben ein Gesetz dazu eingebracht, um genau diese Planungssicherheit, diese Rechtsgrundlage wieder den Entscheidern in den Ordnungsämtern an die Hand zu geben. Selbst die Gerichte haben ja nicht einheitlich entschieden, und da kommt diese Unsicherheit her. Meine Damen und Herren, es führt am Ende dann dazu, dass Veranstalter von Werbegemeinschaften, von verkaufsoffenen Sonntagen, so am Ende keine Rechtsgrundlage mehr sehen, dass sie überhaupt keinen verkaufsoffenen Sonntag mehr durchführen. Das kann natürlich Sinn und Zweck sein, eine Allianz für den offenen Sonntag. Das ist aber nicht das Ziel dieses hessischen Gesetzgebers. Denn wir haben als hessischer Gesetzgeber ausdrücklich 4 verkaufsoffene Sonntage vorgesehen, meine Damen und Herren. In diesem Tenor hat sich auch der Staatsminister Grüttner oft eingelassen, nach dem Motto, man müsse sich nur an Recht und Gesetz halten, dann könnte man auch einen verkaufsoffenen Sonntag rechtssicher durchführen. Ja, Herr Staatsminister Grüttner, das ist aber dann, wenn Sie nun mal jetzt auch tatsächlich das erleben und dass Gerichte unterschiedlich urteilen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ordnungsämtern nicht mehr wissen, wie sie entscheiden sollen, dann ist es doch wohl ein deutliches Indiz dafür, dass die Rechtsgrundlage nicht richtig ist und dass Ihr Argument nicht zieht, Herr Staatsminister Grüttner. Sie haben es ja auch gesagt, warten wir doch mal ab, die Evaluierung. Meine Damen und Herren, am Ende hätte unser Gesetzentwurf, wo ich glaube, dass wir da schon sehr kompromissbereit waren, kein Mensch will die Möglichkeit von verkaufsoffenen Sonntagen über die 4, die jetzt das Gesetz gibt, ausdehnen, sondern wir wollen eine Rechtsgrundlage, die eine Rechtssicherheit schaffen. Rechtssicherheit
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ordnungsämtern, die das aushalten müssen, Planungssicherheit für die Gewerbetreibenden, die oftmals mit ihrem ehrenamtlichen Engagement auch viel Geld in die Hand nehmen und Risiken eingehen, Standortsicherung am Ende für unsere Innenstädte und auch eine Arbeitsplatzsicherung für die Mitarbeiterinnen im Einzelhandel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Decker, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe ja gehört, dass der Antrag der FDP auf diese Aktuelle Stunde beim Präsidenten nach Ladenschluss eingegangen ist. Aber wir haben den Laden extra für Sie noch einmal geöffnet, weil es nämlich einen Anlass gegeben hat. Und auf den Anlass kommt es eben an, meine Damen und Herren. Und so muss das auch sein, und so muss das aber auch bleiben. Und die letzte Debatte haben wir ja sehr ausführlich schon am 23. November letzten Jahres in diesem Haus geführt. Das ist exakt 3 Monate, 6 Tage her. Und ich weiß noch genau, es war auch ein Donnerstag, so wie heute. Ich will Ihnen auch gleich verraten, und das weiß ich auch sehr genau, dass sich weder über Weihnachten noch über Neujahr und auch nicht über Fasnacht unsere grundsätzliche Auffassung dazu als SPD-Fraktion verändert hat. Ich will an dieser Stelle auch noch einmal mit allem Ernst, Kollege Lenders, noch einmal die Punkte deutlich machen, warum sich für uns nichts geändert hat. Weil wir fühlen uns unverändert den Beschäftigten, den Kirchen und den Vereinen verpflichtet. Und wir wollen weiterhin den Schutz der Familie sowie der seelischen und körperlichen Gesundheit. Und wir wollen den Schutz von Religion und Kirchen. Und wir wollen die Interessen der Vereine, des Sports und der Kultur auch weiterhin geschützt wissen. Und wir wollen natürlich den Schutz von Freizeit, gerade in Zeiten immer zunehmender Alltags- und Berufsbelastung, umso wichtiger ist. Und ich will es noch einmal an anderer Stelle auf den Punkt bringen. Nach all den Gesprächen, die wir führen, und wir sind ja alle als Abgeordnete auch nah bei den Leuten, wissen wir ziemlich genau, dass die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer froh sind, wenn sie an Sonn- und Feiertagen einfach einmal ihre Ruhe haben, meine Damen und Herren. Und all das, was ich eben wiederholt an Gründen aufgeführt habe, ist durch höchstrichterliche Rechtsprechung auch geschützt. Und bei der Debatte in diesem Haus oder den Debatten vergessen wir das gelegentlich. Und wir können auch nach wie vor nicht erkennen, dass es Bestrebungen gibt, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Und ich will noch einmal den Artikel 140 Grundgesetz in Erinnerung rufen. Da ist das Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit verankert. Und es darf nur mit einem bestimmten Grund aufgehoben werden. Und da steht, ob es uns gefällt oder nicht, wie der Fels in der Brandung, meine Damen und Herren. Und ich will auch noch einmal meinen Vorschlag vom 23. November an der Stelle gerne wiederholen, weil Sie haben ja den Anlass genannt, Kollege Lenders, warum Sie das heute noch einmal zur Aktuellen Stunde machen wollten, nämlich Anlass, weil sich auch aus der Liga bzw. aus der Allianz Stimmen gemeldet haben. Ich hatte das letzte Mal empfohlen, und diese Empfehlung steht auch von Seiten der Landtagsfraktion immer noch, dass man sich mit allen Akteuren rechtzeitig, bevor ein Ereignis ansteht, zusammensetzt und darüber spricht und auslotet, was möglich ist. Und es gibt sehr gute Beispiele, wo es funktioniert. Ich habe schon mehrfach das Beispiel aus Kassel angeführt. Ich weiß es aus anderen Städten. Und ich weiß aber auch, dass es ganz zahlreiche Fälle gibt, wo man mit dem gleichen Kopf zum dritten oder vierten Mal vor die gleiche Tür rennt. Es darf auf beiden Seiten nicht das Gefühl entstehen, dass man über den Tisch gezogen wird oder kurzfristig vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ich kann bitte. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Haut noch hin. Geht. Ich kann ja gut nachvollziehen, dass immer wieder ein Ärgernis entsteht, wenn ein Tag, bevor das Ereignis stattfinden soll, dann eine Klage eingeht und das Ganze platzt an der Stelle. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann übrigens auch sowohl die Argumente der Allianz allemal gut verstehen. Ich kann aber auch durchaus verstehen, Oberbürgermeister Kaminski aus Hanau hat sich dieser Tage auch geäußert. Da ist wohl auch kurz vor Toreschluss oder vor Ladenschluss auch ein Ereignis geplatzt durch
eine Klage. Das ist das gute Recht eines jeden Oberbürgermeisters, dass er sich Gedanken und Sorgen um seinen Einzelhandel und um seine Entwicklung in der Innenstadt macht. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, er kann aber auch nachvollziehen, dass die SPD-Fraktion an der Stelle ziemlich deutlich bleibt, nämlich dass wir weiterhin an dem Anlass festhalten, weil es eben ein hohes Schutzgut ist. Kollege Decker, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Lenders? Ja, ich habe noch Zeit. Komm, mach. Passt. Ja. Nein, nein, so lange ist die Frage nicht. Aber Herr Kollege Decker, wie sieht denn die SPD-Fraktion den Vorwurf der Allianz für den verkaufsoffenen Sonntag gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ordnungsämtern, dass sie ihre Rechtsaufsicht verletzen bzw. nicht nachkommen? Kollege Lenders, danke für die Frage. Aber uns ist ein solcher Fall bisher nicht bekannt geworden. Wir sind aber im Gespräch mit der Allianz, und wir werden dem sicherlich nachgehen, was da der Anlass gewesen ist für diese vermeintliche Beschwerde. Aber hier an der Stelle kann ich Sie nicht beantworten, ob es so war oder nicht so war. Aber wir werden es herausfinden. Also, Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir können das hier abbinden. Wir haben ja dieses Jahr eine Evaluierung des Gesetzes. Und da besteht Raum und Anlass, um diese Dinge noch einmal zu besprechen. Und wir sollten gemeinsam dafür sorgen, mit Gesprächen der Allianz, aber auch mit denen, die die Geschäfte tragen und natürlich auch kommunalpolitisch tätig sind, jetzt einen Weg zu finden, um eben solche kurzfristigen Dinge, die dann immer wieder mal vorkommen und für Ärgernisse suchen, auszuräumen. Und ich sage noch einmal, das Gespräch vor Ort hilft. Da gibt es gute Beispiele, und ich kann da nur zur Nachahmung empfehlen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Montag dieser Woche hat die aus Gewerkschaften und Kirchen bestehende Allianz für den Freien Sonntag im Landtag eine Pressekonferenz durchgeführt, an der auch der Herren Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn über den Stand der Rechtsprechung zu den Sonntagsöffnungen informierte. Herr Dr. Kühn berichtete, dass die Allianz für den Freien Sonntag seit 2015 sämtliche Verfahren vor den hessischen Verwaltungsgerichten gegen die Allgemeinverfügungen der Städte gewonnen hat. Rechtssicherheit für die Kommunen zu schaffen, so wie die FDP es heute fordert, ist also gar nicht nötig, denn sie besteht längst, und zwar so klar und eindeutig wie selten in einer strittigen Frage. Die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts zu Ladenöffnungen an Sonntagen basieren auf der klaren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 01.12.2009 und des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.11.2015. In Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung heißt es nämlich, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Eine ähnliche Regelung befindet sich übrigens auch in Artikel 31 der Hessischen Verfassung. Danach ist die Voraussetzung für eine ausnahmsweise Sonntagsöffnung unter anderem, dass ein auch ohne die Sonntagsöffnung stattfindendes Ereignis, also ein großes Fest oder eine Messe, für alle Bereiche, in denen die Ladenöffnung ausnahmsweise gestattet werden soll, prägend ist. Prägend ist ein Fest oder eine Messe aber nur dann, wenn diese Veranstaltung weit mehr Besucherinnen und Besucher anzieht als die Ladenöffnung selbst, die übrigens dann auch nur im räumlich unmittelbaren Bereich dieses Festes oder dieser Messe genehmigt werden darf. Das ist alles ganz klar und Rechtsprechung. Dass dies z. B. noch nicht einmal bei der Frankfurter Buchmesse für die großen Einkaufszentren weit ab vom Messegelände gegeben ist, liegt deshalb auf der Hand. Und deshalb muss es auch abgelehnt werden. Die Kriterien
für die Zulassung von Sonntagsöffnung auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes sind, wie erwähnt, durch zahlreiche Gerichtsentscheidungen klar definiert, Herr Lenders. Sie müssen nur endlich auch von den großen Einzelhandelsketten, die die Bürgermeister unter Druck setzen, und natürlich von der FDP anerkannt werden. Nachdem die FDP mit ihrem Gesetzentwurf und ihrem Antrag auf einen runden Tisch krachend gescheitert ist, versucht sie erneut eine verfassungsfeindliche Initiative in dieser Frage. Aber ihre Sprache ist verräterisch. Wie lautet noch einmal der Titel ihrer Aktuellen Stunde? Rechtssicherheit für die Kommunen schaffen bei der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen. Sehr geehrte FDP-Abgeordnete, ich sage es Ihnen gerne noch einmal. Wenn Sie also bei der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen Rechtssicherheit haben wollen, dann müssen Sie erst die Verfassung ändern. Anders geht das nicht. Eine landesgesetzliche Regelung kann nämlich diese Vorgaben nicht umsetzen. Ein Gesetz, auch eine Novellierung des jetzigen Ladenöffnungsgesetzes, das auf einen Anlassbezug für Sonntagsöffnung generell verzichtet, wäre eindeutig verfassungswidrig nach der Rechtsprechung und wurde vom Bundesverfassungsgericht auch garantiert wieder einkassiert. Daran können übrigens rechtssicher auch runde Tische vor Ort nichts ändern. Auch die müssen sich bei ihren Vereinbarungen an die Rechtslage halten. Aber die Forderung von runden Tischen und nach runden Tischen hat ja eher etwas damit zu tun, dass man sozusagen vereinbaren will, sozusagen, weil man weiß, dass das sozusagen rechtswidrig ist, Vereinbarungen mit der Allianz zu treffen vor Ort, damit sie nicht klagt und nichts anderes. Ich empfehle Ihnen, Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Lenders, die klare Presseerklärung der EKN von heute zu lesen. Da steht das auch alles drin, was ich jetzt hier sage, und dem habe ich eigentlich wenig noch hinzuzufügen. Wir jedenfalls stehen als LINKE weiterhin hinter den Forderungen der Allianz für den Freien Sonntag. Eine Änderung hessischer Gesetze und Vorschriften in diesem Zusammenhang halten wir weder für notwendig noch für angebracht. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Möller, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Man könnte fast sagen, alle paar Wochen wieder den gleichen Antrag oder die gleiche Thematik. Heute einmal im Rahmen einer Aktuellen Stunde, wobei ich noch nicht genau weiß, was der aktuelle Anlass sein soll. Aber sei es drum. Ja, vielleicht haben Sie auch die Frist versäumt für den regulären Antrag, Herr Kollege. Ich komme gleich noch einmal auf Sie zu sprechen. Meine Damen und Herren, Der arbeitsfreie Sonntag ist, wie wir heute mehrfach gehört haben, verfassungsrechtlich geschützt und muss daher auch die Regel bleiben. Und das gilt auch für Hessen. Das bedeutet umgekehrt, dass jede Ausnahme davon sehr präzise definiert gehört. Und das muss auch die Zielrichtung sein dieses Gesetzes in Hessen und der anstehenden Überarbeitung oder Evaluation der gegenwärtigen Rechtslage. Die Kollegen sprachen bereits an, dass unser Handlungsrahmen vor dem Hintergrund diverser Rechtsprechungen ziemlich deutlich eingeschränkt ist. Wir müssen dem einfach Rechnung tragen. Wir müssen aber zugleich auch akzeptieren, dass auf den Einzelhandel in Hessen sehr große Herausforderungen kommen und teilweise schon große Herausforderungen vor der Tür sind. Es sind manche Punkte angesprochen. Der zunehmende Internethandel, wo man mehr oder weniger rund um die Uhr einkaufen kann, da hilft auch ein Verkauf am Sonntag nichts. Oder der Internethandel, von dem man abends vom Sofa aus schön bestellen kann, da hilft der Sonntag auch noch nichts. Das heißt im Endeffekt, das, was hier kritisiert wird, der Anlass im Zusammenhang mit der Genehmigung einer Verkaufsöffnung an den Sonntagen als Problem zu beschreiben, sehe ich so nicht unbedingt. Denn wenn wir mal davon ausgehen würden, wir stellen uns mal einen Verkauf am Sonntag in einer Innenstadt vor, gepaart mit einer Messe oder mit einem Markt oder irgendeiner anderen Veranstaltung, einen Anlass, und decken uns das alles weg, dann blieb übrig einfach nur ein weiterer Tag, an dem ich einkaufen kann. Ich habe meine Zweifel, ob das der Belebung der Innenstädte auf Dauer hilft. Und ich habe auch meine Zweifel, dass das alleine mehr Menschen in die Innenstädte bringt, als wenn ich es mit einem Markt, mit einem Anlass kombiniere. Und deshalb sehe ich nicht das Problem an den Anlässen. Ich sehe das Problem
an den Nachweispflichten, an den Verfahren, die dazu führen, dass man so etwas genehmigt bekommt. Und die Aufgabe, das besser zu regeln, ist unsere Aufgabe hier. Der Kollege von der SPD sprach es ja zu Recht auch an. Uns ist völlig klar, wir bleiben bei den 4 Tagen, an denen man in Hessen die Geschäfte wird öffnen können. Das bleibt die Zielrichtung. Ich habe auch noch keinen gehört, der mehr erwartet oder mehr verlangt. Ich habe auch von der Kundschaft noch nicht gehört, dass man in Hessen mehr verlangt, selbst vom Handel nicht. Wichtig ist, dass wir uns auf die 4 Tage verlassen können. Und wichtig ist, dass wir allen Beteiligten Rahmenbedingungen geben können, mit denen man verlässlich und zwar auch rechtssicher so etwas beantragen und durchführen kann. Und der Handel positioniert sich aufgrund der vielfachen Herausforderungen schon längst. Und das wollen wir gleichzeitig unterstützen. Richtig ist, natürlich hängt daran auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen. Daran hängt Umsatz, daran hängen Steuereinnahmen und Steuerleistungen gegenüber den Städten und Gemeinden. Daran hängt die Lebendigkeit der Innenstädte. Das ist alles richtig. Und deshalb müssen wir auch den Handel dabei begleiten, Wege zu finden, aus dem einfachen Einkaufen ein bisschen ein Erlebnis zu machen. Da komme ich darauf wieder zurück. Wichtig ist, dass wir Märkte und Anlässe zu definieren haben, die der Rechtsprechung Rechnung tragen und gleichzeitig es den Innenstädten und den Akteuren es möglich machen, in dem Bereich der Rechtsprechung ihre Geschäfte auch zu öffnen. Dazu kommen dann die Fragen wie die Ortsbindung, eben bei das Beispiel Frankfurt genannt. Das sage ich mal, ist schon gewagt, wenn man mehrere Kilometer entfernt einen Markt, ein Ereignis hat und gleichzeitig die Innenstadt öffnet, wenn man das Recht kennt. Das kann man eingehen, das Risiko als Stadt, und dann darf man sich aber nicht wundern, wenn man dann vor Gericht scheitert. Also auch das gehört natürlich überprüft. Warum der Antrag der FDP heute kommt, erschließt sich mir nicht wirklich. Uns ist kein Fall bekannt, den Sie als Anlass nehmen, dass wir heute eine Aktuelle Stunde machen, dass irgendwelche Aufsichtsbehörden überfordert werden. Das ist uns nicht bekannt. Ich habe die Zeitungsberichte gelesen, ich habe sogar Ihre Pressemitteilung gelesen, nur zur Abwechslung. Das hat mir nicht viel mehr Gründe gebracht, warum wir es heute zusammensetzen, wiederholt mal. Wir befinden uns bereits in der Evaluation des Gesetzes. Hören Sie mir zu von der FDP. Nicht, dass Sie in 4 Wochen wiederkommen. Wir sind bereit dabei, das Gesetz zu evaluieren. Das hat die FDP anscheinend noch nicht gehört. Sie haben den Schuss noch nicht gehört, Herr Kollege. So. Und Bestandteil dieses Verfahrens ist unter anderem, dass sich alle Beteiligten äußern, auch die Allianz. Und wenn ich Ihrer Pressemitteilung entnehme, dass Sie die Äußerung der Allianz als Teil des Problems beschreiben, weiß ich nicht, ob das uns alle weitergeht. Wir sollten die Bälle deshalb flach halten. Meines Erachtens ist das Verfahren in einem ordentlich demokratischen Prozess am Laufen. Wir werden demnächst mit Sicherheit eine Vielzahl von Stellungnahmen hören. Wir werden eine Vielzahl von Bewertungen bewerten müssen. Wir werden dann im Ausschuss uns das Ganze anschauen und dann das Gesetz entsprechend überarbeiten, ergänzen oder präzisieren. Herr Kollege, Sie müssten zum Ende kommen. Ich sehe es auf der Uhr. Mache ich einen Satz noch. Lassen Sie uns bitte einfach die kommenden Gespräche im Rahmen der Evaluation abwarten und nicht bei jeder Pressemitteilung, bei jeder Positionierung aufgeregt eine Aktuelle Stunde zu immer dem gleichen Sachverhalt aufrufen. Ich glaube, dann ist der Sache am meisten gedient. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zur Geschäftsordnung hat sich Kollege Lenders von der FDP gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, der Kollege hat gerade in seiner Rede einem Abgeordneten des Hauses hier gesagt, er hätte wohl den Schuss nicht gehört, was einen beleidigenden Charakter haben sollte und nichts anderes. Ich bitte, das zu bewerten. Herr Kollege Lenders, also diese Begrifflichkeit ist schon öfters hier gefallen, soweit ich das weiß. Im parlamentarischen Gebrauch sollte man es unterlassen. Aber ich denke, in der Diskussion ist es etwas, was auch mal vorgekommen ist. So, deshalb würde ich es belassen. Ansonsten, wenn Sie meinen, wir müssen den Ältestenrat dazu einberufen, werden wir das tun. Nein? Okay, gut. Dann rufe ich auf als nächste Rednerin Frau Kollegin Kinkel von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Lenders, ich finde es sehr begrüßenswert, dass Sie heute das Thema zur Aktuellen Stunde festgelegt haben, allerdings aus einem anderen Anlass. Wir feiern nämlich am 3. März, also jetzt am kommenden Sonntag, den Internationalen Tag des Freien Sonntags, der zurückgeht auf das Jahr 321, als der römische Kaiser Konstantin den Sonntag
zum Feiertag erklärte. Das ist aus meiner Sicht ein guter Anlass, über dieses Thema auch zu sprechen. Denn nach wie vor ist der Schutz des Sonntags ein wichtiges Gut und muss durch Gesetze gewährleistet werden. Denn das ist in unserer beschleunigten Gesellschaft wichtig, dass man zur Ruhe kommt, dass Zeit mit der Familie verbracht werden kann. Und deshalb finden wir GRÜNE es richtig, den Sonntagsschutz so streng zu handhaben, insbesondere auch zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, meine Damen und Herren. Und natürlich ist das auch durch die Verfassung gewährleistet. Denn dass dieser Verfassungsschutz nach wie vor gilt, hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Berliner Ladenöffnungszeiten auch bestätigt, und zwar nicht nur aus Gründen der Religionsausübung, sondern vor allem zur Arbeitsruhe und um das soziale Zusammenleben zu ermöglichen und zu sichern. Das Urteil wurde bestätigt, ich zitiere, die ausnahmsweise Öffnung muss im öffentlichen Interesse liegen. Danach ist ein öffentliches Interesse solchen Gewichts zu verlangen, dass die Ausnahme von der Arbeitsruhe gerechtfertigt ist. Dazu genügt das alleinige Umsatz- und Erwerbsinteresse auf Seiten der Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche Shoppinginteresse auf der Kundenseite nicht. Damit ist der verfassungsrechtliche Rahmen klar. Verschiedene Bundesländer haben jetzt den Anlassbezug aus ihrem Ladenöffnungsgesetz gestrichen und durch einen sogenannten Sachgrund ersetzt. Sachgründe sind dabei beispielsweise die Belebung der Innenstädte oder städtebauliche Ziele. Wir sehen diese Werte, Belebung der Innenstädte oder städtebauliche Ziele, auch und unterstützen sie. Dazu trägt beispielsweise das Programm Stadtumbau in Hessen des Umweltministeriums erheblich zu bei. Und das stärkt den Einzelhandel mehr, als es die sonntäglichen Öffnungszeiten machen. Aber solche Sachgründe gegen den Sonn- und Feiertagsschutz und gegen den Schutz der Familie aufzuwiegen, halten wir für falsch. Wir werden beobachten, wie die Gerichte in NRW diesen Weg bewerten. Aber für uns ist davon unabhängig auch klar, wir werden den Sonntag schützen und ihn nicht zu einem Tag wie jeden anderen werden lassen. Wir GRÜNE sehen aber auch die Diskussion, die es in den vergangenen Monaten um die verkaufsoffenen Sonntage gab. In einigen Kommunen ist die Sonntagsöffnung an Klagen der Gewerkschaften und der Kirchen gescheitert, da der enge Zusammenhang zu einem besonderen Anlass nicht immer klar erkennbar war. Wenn geplante Öffnungszeiten kurzfristig abgesagt werden müssen, weil sie gerichtlich untersagt werden, dann ist das ohne Zweifel eine ärgerliche Situation, und zwar für alle Beteiligten, für den Einzelhandel, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich darauf eingestellt haben, deren Familien, und die Konsumenten und natürlich auch die Kommune. Es muss also in dem jetzt laufenden Evaluationsverfahren genau geprüft werden, welche Regelungen funktionieren, wie hoch die Rechtssicherheit ist und ob die Regelungen wirksam sind und wenn nicht, wie sie eben wirksam verbessert werden können. Und auch das Thema der Rechtsdurchsetzung wird in diesem Zuge geprüft. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt noch immer verkaufsoffene Sonntage, bei denen sich geeinigt wird. Nur sind die eben nicht groß in der Presse wie diejenigen verkaufsoffenen Sonntage, die kurzfristig abgesagt werden müssen, weil sie beklagt werden. Es gibt also in unserer Gesellschaft unterschiedliche Auffassungen über den Sonntagsschutz. Und darüber brauchen wir einen gesellschaftlichen Kompromiss. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir diesen jetzt auch finden und das jetzt begonnene Evaluationsverfahren uns Aufschluss darüber geben wird, wie es mit der Rechtssicherheit des Ladenöffnungsgesetzes bestellt ist und wie wir das Gesetz verbessern können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist erneut der Versuch seitens der FDP, ein Thema, ohne dass dabei irgendwelche konkreten oder rechtlich haltbaren Vorschläge gemacht werden, hochzuhalten, anstatt einfach einmal abzuwarten. Ich habe ja die Ausführungen vom Kollegen Möller so verstanden, dass er gesagt hat, es ist der Startschuss schon zu der Evaluierung erfolgt, und dann kann man doch abwarten.
so lange, bis die Ergebnisse vorliegen. Ich sage Ihnen, am 16. Januar 2018 haben alle Partner zusammengesessen. Zurzeit werden die Protokolle ausgewertet, und dann sehen wir weiter. Das ist das Ergebnis an der Zusage, die ich zu dem gleichen Thema hier an diesem Pult gemacht habe, dass ich gesagt habe, wir werden die Evaluation zu diesem Gesetz vorziehen, vor der Regelkraft. Also insofern finde ich, muss man an der Stelle schon einmal sehen, dass man abwarten kann, was eine solche Evaluation dann tatsächlich bringt. Das große Problem, das ich momentan sehe, ist, dass Sie erklären, es würde keine Rechtssicherheit für die Kommunen existieren. Dann will ich ergänzen zu dem, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, auf einige rechtliche Entscheidungen noch einmal hinweisen. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom Dezember 2009 zum Berliner Ladenöffnungsgesetz, in dem klar gesagt wird, das bloße wirtschaftliche Interesse, das Shoppinginteresse, genügt grundsätzlich nicht. Das Bundesverwaltungsgericht setzt sich in seiner Entscheidung vom 11. November 2015 vom Ladenschlussgesetz regelmäßig voraus, dass die Ladenöffnung in engem räumlichen Bezug zu der konkreten Veranstaltung steht. Die Ladenöffnung muss in der Regel auf das Umfeld der Veranstaltung begrenzt sein. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel geht in seinem Urteil vom 15. Mai 2014 folglich davon aus, dass eine sonntägliche Ladenöffnung bei Streichung des Anlassbezuges nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes unzulässig wäre. Die notwendig zu treffende Prognose zum Zeitpunkt des Erlasses einer Freigabeentscheidung wurde vom VGH Kassel in seiner Entscheidung vom 27. März 2014 formuliert. Die auf Sachgründe oder lediglich eingeschränktem Gewicht gestützte sonntägliche Öffnung von Verkaufsstellen mit uneingeschränktem Warenangebot ist nur dann ausnahmsweise hinnehmbar, wenn sie von geringer prägender Wirkung für den öffentlichen Charakter des Tages ist, so das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 11. November. Und hat in seinem Urteil vom 17. Mai 2017 ergänzt, dass die Steigerung der Einzelhandelsattraktivität einer Stadt ebenso wenig als Sachgrund in Betracht komme. Alles hochrichterliche Entscheidungen. Und wenn man nun diese Gerichtsentscheidungen bei der Prüfung der Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen berücksichtigt und eventuell noch die den Kommunen von uns zur Verfügung gestellten Auslegungsweise hinzunimmt, ist aus meiner Sicht eine Rechtssicherheit für die Kommunen geschaffen. Sie haben Rechtssicherheit. Man muss es nur auch wollen vor Ort. Und dann kann man das auch entsprechend umsetzen. Und insofern, ja, Applaus von der falschen Seite. Das ist, passiert manchmal. Aber ist an dieser Stelle. Man muss sich auch ausnahmsweise aushalten. Könnte Ihnen jetzt noch in Einzelheiten darstellen, dass es ja natürlich jetzt zurzeit eine Diskussion gibt, die Prof. Dietlein angesetzt hat, dass sozusagen mehr oder minder Gemeinwohlgründe zur Sonntagsöffnung herangezogen werden sollten. Das ist geändertes Konsumverhalten, Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Onlinehandel, Funktionsfähigkeit, zentrale Versorgungsbereiche, Belebung der Innenstädte. Aber auch dieses wird dem Regelausnahmeverhältnis an dieser Stelle nicht gerecht. Und insofern ist natürlich auch die Stellungnahme von Herrn Prof. Schink, einer Mitarbeiter oder aus einer sehr renommierten Anwaltskanzlei, nämlich Redekers, zum NRW-Ladenöffnungsgesetz zu sehen, der in seinen Ausführungen eindeutig darauf hingreift, dass wahrscheinlich nicht das Gesetz als solches angegriffen wird, sondern immer die Einzelentscheidungen, die aus dem Gesetz heraus folgen, dass bei diesen Einzelentscheidungen es sehr wohl immer wieder die größte Gefahr, die größte Wahrscheinlichkeit steht, dass diese Einzelentscheidungen nicht mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes in Einklang zu stehen sind und letztendlich dann auch entsprechende Verbote ergehen werden. Unabhängig davon ist ja in der Zwischenzeit bereits eine Normenkontrollklage gegen dieses Gesetz in NRW angedroht. Und deswegen noch einmal, am 12. Januar 2018 wurden die kommunalen Spitzenverbände, weitere Verbände und Organisationen im Rahmen des Evaluierungsprozesses angehört. Herr Minister, wir prüfen und bewerten sorgsam die Stellungnahmen der Anzuhörenden. Dann sind alle Fraktionen in den weiteren Prozess eingebunden, dürfen sich gerne an den inhaltlichen Diskussionen beteiligen, auch in Form von weiteren Ratschlägen.
allerdings unter Beachtung der bisherigen gefestigten verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung zu verkaufsoffenen Sonntag. Diese scheinen aus meiner Sicht der geeignete Weg, Planungssicherheit zu erreichen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit stelle ich fest, dass diese Aktuelle Stunde abgehalten wurde.